1. Januar. Der Gastank ist leer. Essen und Medikamente werden knapp. Die letzten Holzpellets habe ich für eine Flasche Whisky eingetauscht. Das wärmt wenigstens ein bisschen. Was war das für ein Geräusch? Verdammte Pinguine! So nah sind die noch nie gekommen! Sorry, ich wollte einfach mal ein bisschen dramatischer einsteigen. Wir haben's alle was kühler in der Bude. So what? Das passt doch eigentlich ganz gut zum Gesamtbild im Land. Schulen, Brücken, Fahnen. Nichts funktioniert mehr. Das Rentensystem fliegt uns bald um die Ohren. Also nicht mir, sondern euch Trotteln unter 50. Augen auf bei der Wahl des Geburtsjahres. Ihr habt vielleicht mehr Sex als wir Alten, aber ihr seid trotzdem gef***t. Inflation, Energie, Wirtschaftskrise. Die Bundeswehr hat im Ernstfall Munition für 2 Tage. Ist aber auch egal, sie käme ja gar nicht in den Krieg. Zumindest nicht mit der Deutschen Bahn. Und das wird auch im Frühjahr nicht besser, wenn das 49-Euro-Ticket kommt. Dann prügeln sich zwischen Hamm und Paderborn nur noch mehr Menschen um die letzten Stehplätze vor der Klotür. Die Bahn muss besser werden, pünktlicher oder überhaupt mal fahren. Meine Fresse! Wenn ich früher auf eine Reise wollte, bei der ich nicht wusste, wie lange sie dauert und wo ich lande, habe ich LSD genommen. Wobei 49 Euro ist echt günstig. Wenn das mit der Inflation so weitergeht, entspricht das im Sommer ungefähr 2 Paprika und 1/2 Pfund Butter. Eine Sache wird 2023 trotzdem super. Es gibt keine Fußball-WM! Yay! Ich hab nicht ein Spiel geguckt. Und nach unserem Ausscheiden habe ich sogar aufgehört, nicht zu gucken. Diese FIFA ist nicht mal den Boykott wert. Übrigens, nur so ein Gedanke. Unsere Frauen haben bei der EM das Finale erreicht. Die Männer die Vorrunde nicht geschafft. Als Feminist fordere ich Equal Pay, gleiche Bezahlung. Es wird Zeit, dass die Fußballmänner endlich das verdienen, was die Fußballfrauen kriegen. Sonst was Neues? Ach ja, Twitter gehört Elon Musk. Geil. Endlich kann man wieder alles sagen auf der Plattform. Hallo, Elon, du nervst wie Sau. Flieg doch endlich auf den Mars und nimm dein scheiß Twitter mit. Kackhaufen. Emoji. Eine Sache bleibt uns leider erhalten. Ich muss es ansprechen. Wir dachten, die furchtbare Zeit sei vorbei. Aber dann kam der Mist mit voller Wucht zurück. Sie wissen, wovon ich rede. Wetten, das läuft wieder jedes Jahr! Vielleicht wird es ja irgendwann endemisch. Aber ich fürchte, wir müssen als Gesellschaft lernen, mit Thomas Gottschalk zu leben. Aber hey, so schlimm kann alles nicht sein. Wenn wir uns noch aufregen können über einen dummen Bums-Hit wie Laila. Riesenskandal, weil der Puffmutter und Geige gesungen wird. Ich fühlte mich kurz an meine Jugend erinnert. Diese beiden Worte kamen auch in meinem Konfirmationsspruch vor. Unschuldige Zeiten waren das. Also, auf 2023. Ich gebe mir jetzt den Doppelwumps. Wie? Kein Alkohol bei der Neujahrsansprache? Dieses Jahr schon! Prost, Leute!
oder Elon? Alternativvorschlag, kauf YouTube und mach, dass alle den Kanal der Heute-Show abonnieren und auf Gefällt mir klicken. Dann kann ich mir diese dämlichen Aufsager hier sparen. Beschissene Grüße, dein Gernot Hassknecht.